Gut. Ja. Ja, wir haben 1-2. Ich würde sagen, wir fangen an, Markus. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum Digi-Snack vom heutigen Nachmittag. Was haben wir vor miteinander? Der Markus Schweizer wird uns das Thema wie Service Management mit der digitalen Transformation Schritt halten vorstellen. Er ist langjähriger Digicomp-Trainer und ITIL-Expert, begleitet die Themen bei uns intern schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Wir hätten uns wahrscheinlich niemand Besseres können vorstellen als der Markus für den heutigen Nachmittag. Mein Name ist Adrian Meyer, ich bin hier bei der Digicomp im Account Management angestellt, habe heute den schönen Job, das dürfen zu moderieren und den Markus in dieser Stunde zu begleiten und so ein bisschen das Organisatorische zu übernehmen. Ganz schnell zum Organisatorischen. Eure Mikrofone sind auf stumm geschaltet. Das soll nicht bedeuten, dass ihr nicht sollt interaktiv reagieren könnt. Falls ihr eine Frage habt, bitte im Chat stellen. Wenn ich sehe, dass die Frage gerade zu der Thematik passt, die der Markus präsentiert, werde ich die Frage auch gerade stellen. Und sonst haben wir am Schluss vom Meeting sicher noch ein paar Minuten Zeit, um gemeinsam miteinander zu diskutieren. Das Ganze wird aufgezeichnet, selbstverständlich ohne eure Videoaufnahmen bzw. ohne Chats und Teilnehmerlisten. Allerdings werden wir es dann im Nachhinein auf den öffentlichen Kanal teilen, die Präsentation, falls ihr das im Nachhinein auch mal nochmal möchtet anschauen, wie ihr auch den Download-Link per Mail bekommt. Gut, dann würde ich sagen, Markus, the stage is yours. Ich übergebe dir den Bildschirm. Gut, danke vielmals, Adrian. Dann nehme ich jetzt den Bildschirm und meine Präsentation aufschalten. So, jetzt sollte das gerade kommen. Eben, wir sind heute bei dieser Session. Digitale Transformation, wie Service Management kann Schritt halten, und das ist eigentlich auch dann das Hauptthema, ist dahinter, wie kann man am besten vielleicht starten mit so einem Thema. Und da möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen heute. Die Spielregeln hat Adrian schon erklärt. Da ganz kurz Vorstellung meinerseits. Wer bin ich? Folie zeigt das. Ich bin momentan tätig bei der Firma Platformation. Das ist ein ServiceNow-Partner in der Schweiz und in noch sechs anderen Ländern. Hauptsitz in Holland. Wir sind etwa 500 Leute und macht eben ServiceNow und ich helfe in dieser Firma Ihnen, unseren Kunden europaweit, eigentlich den richtigen Startpunkt anzutun und richtig strategisch aufgestellt zu sein, damit man so eine Service-Management-Plattform wie ServiceNow kann erfolgreich einführen kann. Ich schaue für Governance, ich schaue für Prozess, ich schaue für die strategische Ausrichtung und habe da einen relativ grossen Rucksack schon, den ich einbringen kann über die letzten 30 Jahre von einer IBM und von einer PwC, wo ich ins Consulting reingekommen bin, bis zu verschiedenen anderen Firmen. Und bin jetzt eben, Adrian hat es gesagt, das sind jetzt wirklich schon 13 Jahre Trainer, auch bei der Digicomp für all die Themen, wo man da unten auch die Symbole sieht von den Best Practices Frameworks, wo ich da Trainer bin. Und das tut sich schön ergänzen mit meiner Consulting-Tätigkeit. Und da würde ich jetzt sagen, wir steigen gerade mal ins Thema ein. Eben, digitale Transformation und so weiter, das ist ja schon lange ein Thema, ist immer noch ein aktuelles Thema, hat sich vielleicht fast ein bisschen noch beschleunigt, könnte man sagen, mit der Pandemie und allem anderen. Und eben, da stellt sich vielfach die Frage, ja, wo sollen wir überhaupt anfangen? Von einer Perspektive von der IT aus. Und da habe ich ein paar Gedanken dazu zusammengestellt. Und die können wir jetzt ein bisschen zusammen anschauen. Eben, die Veränderung, die geht schon lang. Und die ist wirklich fundamental für die IT. Wie ich da schreiben, oder? Kein Stein bleibt auf dem anderen. Es verändert sich fast alles. In der IT, vom Organisationsmodell, über die Architektur, eine Organisation, die so ein bisschen zum Swarming und autonomen Teams geht, Microservice-Architektur, DevOps als neue Form auch von der Zusammenarbeit innerhalb von der IT, bedeutet ganz anders Release, als das früher war, und. Also ja, fast alles tut sich verändern.
nicht überall und nicht jede Organisation muss da auf den untersten Level kommen. Aber man muss natürlich einen Standpunkt entwickeln, wo, wenn wir uns wie entwickeln, was können wir uns überhaupt leisten, aufwandmäßig? Wie viel können unsere Mitarbeiter überhaupt an Veränderung tragen? Das sind noch andere Themen. Oder das muss man alles so ein bisschen abschätzen und ist es gut, mal so eine Übersicht zu haben. Eben von diesem Veränderungsmodell. Das Modell, by the way, ist nicht von mir grundsätzlich entwickelt worden. Das ist ein guter Kollege von mir, Ex-Arbeitskollege. Der Rob Akerschuk aus Holland, der auch führend ist im Thema IT for IT und da sehr viele schöne Ideen generiert hat. Also kein Stein bleibt auf dem anderen. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, wir dürfen einfach mal identifizieren, was wir etwa so, was könnten die Use Cases sein, um unsere IT vorwärts zu bringen. In vielen Bereichen, wenn wir jetzt das anschauen, also die Vorschläge, steckt Service Management dahinter. Anscheinend ist das eine wichtige Disziplin, auch heutzutage. Und man sieht es auch, ITIL 4 ist 2019 rausgekommen, ist dann gerade die Pandemie hineingegangen und dann hat man es zeitlang nicht so recht gewusst, was machen wir jetzt mit dem, passt das überhaupt? Und wir sehen jetzt aber von Digicomp ein grosses, stark wachsendes Interesse an dem Thema. Und ich sehe es auch in der Industrie, wenn ich mit Kunden arbeite, in der Beratung, es gibt halt Themen, eben Service Management ist durchaus hochaktuell und das sieht man da. An der Service Portfolio ist eine Diskussion, IT Operating Model, wo ja ITIL auch etwas vorschlägt, wo man vielleicht mit IT für IT kann kombinieren. Dann gibt es das Value Stream Management und Cost Management, Self-Service, Self-Help, Automation, Chatbots und so weiter, Enterprise Service Management, das 13. Dann die alten klassischen Themen von Fixed CMDB, der Configuration Management Database. Also zum IT vorwärts bringen, braucht man Service Management Themen. Auch das, sehr, sehr aktuell, das Thema Service Integration and Management, auch das etwas, wo ITIL 4 stark propagiert und wo eine Realität ist. Wir wollen in der IT nicht mehr alles selber produzieren. Auch in der IT redet man heute von Konzentration auf Kernkompetenzen und der Rest kann man vom Markt her sourcen. Das verlangt auch wieder spezifische Service-Management-Aspekte, die mit angeschaut werden. Also anscheinend sind wir da schon richtig unterwegs. Wir müssen jetzt aber eine Methode oder einen Weg finden, wie wir da, vielleicht von diesen 15, vielleicht gibt es noch mehr Use Cases, wenn man die richtig identifiziert hat, dann auch Wirkung erzeugen für die eigene Firma. Wirkung zum Beispiel in diesem Thema, Spitzeri. Ich propagiere das schon lange und man sieht, die Professorin von der Hochschule Luzern hat das schon 2019 gesagt, die digitale Transformation, da muss man sich positionieren, wie man mit dem will umgehen. Und die IT muss sich auch da drin positionieren. Der CDO, oder? Das ist seinerzeit ein grosses Thema gewesen. JFT, Digital Officer, der übernimmt und der wird quasi der neue Technologieguru in der Firma rein und die IT ist dann nur noch so, der CIO ist nur noch irgendwie so ein Hüttenwart vom Data Center. Hat sich herausgestellt, das stimmt vielleicht nicht so ganz, weil man kann da schon modern sein gegen aussen und da ein Portal aufbauen und Apps generieren und. Aber letztendlich muss das immer noch mit dem Geschäftsprozess und den Backend-Funktionen von der IT zusammengehängt werden. Deshalb Digitalisierung fängt mit der IT-Abteilung an. Das ist ja schließlich die einzige Abteilung, die schon immer digital war. Nur muss die IT etwas anders daherkommen. Wir haben das Thema Service Integration Management angeschaut. Und definitiv, wir müssen etwas schneller werden und schneller liefern. Need for Speed ist da. Und das ist eigentlich so die Ausgangslage. Wir als IT werden weiterhin aktuell und im Zentrum bleiben, wenn es um Digitalisierung geht. Und wir müssen uns aber auch entsprechend richtig aufstellen. Und da ist jetzt für mich so eigentlich, was müssen wir denn jetzt machen in der IT? Ich glaube, wir haben fünf Elemente, die wir anschauen müssen. Wir brauchen die richtige Strategie. Wir müssen uns richtig aufstellen, damit wir unser Business unterstützen können, die digitale Transformation vorantreiben, da brauchen wir die richtigen Grundlagen. Und das sind die anderen vier Elemente. Wir müssen uns auf den Wert konzentrieren. Wir müssen fähig werden, wirklich zu verstehen, was Business
als Value-Beitrag von der IT versteht und das auch können liefern können und auch zeigen, dass wir liefern können, dass wir schneller werden, dass wir besser werden, dass wir schneller können reagieren und all die Sachen. Also Value ist ein Aspekt und dann Flow. Wir wollen können schlanker produzieren, mehr effizienter produzieren. Da gehört eben auch das Thema Value Stream Mapping. Value Stream Management gehört da dazu. Das ist 2019 von ITIL 4 abpropagiert worden. Mittlerweile ist das sehr stark vorherrschend. Auch Leute in DevOps, auch Leute in Agile reden von Value Streams. Also der Flow, das ist dann eben eine Optimierung vom Flow, wo dann auch toolsmäßig kann unterstützt werden mit Automatisierungen und so weiter. Das ist eine Sache. Dann haben wir schon gesehen, Need for Speed. Velocity ist ein Aspekt von der IT. Wir müssen Geschwindigkeit können aufnehmen. Mit dem nochmal, die Automatisierung muss zunehmen. Wir haben heute Tool-Landschaften, die das können. Wir müssen die aber richtig ausrüsten. Die IT richtig ausrüsten und richtig aufstellen. Stichwort DevOps und solche Themen, die so ein bisschen fliessen müssen. Und letztlich halt immer noch aktuelle Beispiele wie eine CS oder wie da die Kryptobörsen oder eine Wirecard zeigen das. Wir brauchen immer noch irgendwo Compliance. Control ist wichtig, auch in der IT. Wenn wir automatisieren und einen Fehler automatisieren, dann können wir relativ schnell einen Fehler multiplizieren. Also wenn wir nicht, wir müssen gewisse Kontrollen aufrechterhalten. Auch das sind Aspekte von einer digitalen IT in Zukunft, die eben die Digitalisierung unterstützt. Und wir haben die ITIL 4, die genau das liefert. Wir haben die 5 weiterführenden Elemente, Bücher und auch Kurs, die das liefert und wo wirklich genau die Sachen adressiert, die wir brauchen. Deshalb wichtig, da auch nochmal Standort zu finden, dass wir in Zukunft so etwas anstellen können. So etwas, wo alle reden, da, die grauen Pfeile in der Mitte, das ist so das Muster von DevOps. Man tut schnell oder man kann in Zukunft mit Unterstützung von geeigneten Prozessen, von geeigneten Tools und geeigneten Verfahren, man kann relativ schnell Sachen generieren und man hat viel eine höhere Pace im Ausliefern von neuen Releases, von Inkrementen, wo man kann dann wirklich schon auf den Markt werfen. Allerdings zeigt sich mehr und mehr, dass DevOps eben eigentlich nur auf das fokussiert ist und wir brauchen noch ein Umfeld, wo die ganzen Sachen drin sollten funktionieren. Und da ist eben ein Service Management noch ITIL, hilft. DevOps, die denken nicht so darüber nach, wie ein Service Desk funktionieren sollte. Geht wahrscheinlich gar nicht. Klassische Themen wie Request Management und Self-Help, Asset und Lizenzmanagement und so weiter, die fehlen halt. Und da ist eben ITIL 4 eine ideale Ergänzung, die das kann sicherstellen kann. Ich finde es auch schön, dass das klassische Logo von DevOps ist da die liegende 8, also das Unendliche, wo immer wieder laufend neue Sachen ausliefert. Und ich bin da ServiceNow sehr dankbar, dass sie das Logo eben ein bisschen erweitert haben, weil man eben das Thema Service immer noch braucht. Also ist es jetzt eine liegende 8 mit einer Zusatzschlaufe für Service. Und das ist genau, glaube ich, die Richtung, müssen wir denken und gehen in Zukunft, damit wir das weiterhin zum Fliegen bringen. Und auch da habe ich natürlich noch mal das Thema GRC angetan. Sehr wichtig, dass wir auch da trotz Geschwindigkeit, trotz Automatisierung Kontrolle haben. Die Kontrolle und auch die Tierbarkeit, die halten von den Spielregeln kommt vielleicht ein bisschen anders daher. Und das sind dann auch noch Sachen, die ich auch beobachte, wo man auch mit externen Revisoren und internen Revisoren ein bisschen muss anschauen muss, wie man das in Zukunft kann machen kann. Auch ein interessantes Thema. Letztlich denke ich, trotzdem muss man aber das noch auch im Hinterkopf behalten, ITIL ist nicht einfach der Silver Bullet, einfach eine Lösung, die für sich selber einen Wert erzeugt, sondern man muss das schon aufhängen an gewisse Sachen, an Ziele, die man erreichen will. Also es geht nicht darum, ITIL-Compliance zu sein oder ITIL zu implementieren. Das hilft nicht. Das ist kein Industriestandard, oder? Das ist ja keine Wunderwaffe. Sondern es ist ja kein einzelnes Projekt. Man ist nicht abgeschlossen, oder? Man macht nicht ein Jahr lang ITIL und dann ist gut. Es ist auch nicht die einzige allumfassende Antwort. Wahrscheinlich muss man ITIL noch ein bisschen mischen mit anderen Themen.
wenn ich das in der Beratung viel mache mit Kunden, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt IT einführen und dann noch COVID machen und dann machen wir noch IT von IT for IT und dann machen wir noch DevOps. Sondern es geht eher darum, dass man einen guten Mix findet von Elementen, die man da kann, rausnehmen. ITIL redet ja auch heutzutage nicht von implementieren, sondern von adapt und adapt. Also ich nehme mir, das ist ein Werkzeugkasten ITIL, ich nehme mir die Sachen raus, die mir helfen können, Probleme zu adressieren oder mich zu verbessern in bestimmten Bereichen. Also das ist in etwas eigentlich, jetzt haben wir die Ausgangslage. Also wir haben Anforderungen an die IT, die muss sich verändern. Wir haben auch Chancen mit Service Management da können zu helfen. Nur jetzt ist natürlich die Frage, wie wollen wir vorgehen? Und eine der Möglichkeiten ist, mal so ein Assessment zu machen. Mal selber zu schauen, wo stehen wir denn heute? Und wir haben da dazu mit der DigiComputer Platformation ein Assessment entwickelt, wo sich hauptsächlich auf ITIL 4 abstützt, aber wo auch noch einen Mix reinbringt von weiteren Sachen. Also man sieht, dass da eben, es ist ein Mix, auch IT-for-IT-Konzept und COVID-Elemente kommen drin rein. Und es ist so ein bisschen die Idee von dem ganzen Konzept ist so ein bisschen Drill-Down. Und die zweite Idee ist, es ist relativ kurz und zäh. Es sollte keine lange Analyse sein, wo über mehrere Monate geht und mehrere, ich weiß auch nicht, 100'000 Franken kostet. Wir sind der Meinung, das produziert für sich selber zu wenig Value. Wir wollen schnell etwas machen. Und eben, wir haben den Drill-Down-Ansatz, wo wir zuerst mal von strategischen Themen, Key IT-Trends, die 5 Capabilities, die ich beschrieben habe, eben Flow, Value, Control und so Sachen, dass wir da mal so ein bisschen einsteigen in die Diskussion und dann Schritt für Schritt das oben abnehmen. Allgemeines Thema Prozessmanagement in allen Ausprägungen von Prozessmaturitäten bis zu Verantwortlichkeiten, Roles and Responsibilities, Metrics und Tools, wo wir da so ein bisschen im Überblick werden anschauen. Und dann steigen wir dann wirklich in Practices ein und machen das. Und man sieht das, es ist wirklich relativ sick. Es ist von erfahrenen Consultants, ich zum Beispiel, ein bisschen unterstützt oder getrieben, angeführt und führt dann zu einem Resultat, das ich dann auch noch vorstellen kann. Da vielleicht, eben das sind dann im Prinzip Ziel und dann auch Deliverables, die dahinter sind. Also wir wollen keine Doktorarbeit machen, sondern relativ schnell einen Überblick produzieren, was ist die Maturität von der Organisation in Bezug auf Capabilities und vor allem auch Practices. Von diesen 34 Practices zeige ich dann gerade noch, wie man da den Scope dann auch richtig setzt. Und da hat man mal die Ist-Zustand-Analyse. Wir tun dann auch in einem Workshop einen Future State zusammen erarbeiten und definieren, wo dann das Ganze soll hingehen. Und aufgrund von dem, ich sage auch noch ein paar Beispiele, für mich eigentlich der wichtigste Outcome aus so einem Assessment heraus, eine High-Level-Roadmap, die man entwickelt, wo es ein bisschen den Eindruck gibt, was so Zeitrahmen 18 bis 24 Monate müsste gemacht werden, damit man eine IT eben in die Richtung von dem digitalen Enabler von einer Organisation kann treiben. Areas of Action und auch Areas of Risks tun wir natürlich da dann auch identifizieren. Das wäre etwa so der Scope vom Output, so ein Assessment raus. Da ganz der Kern von dem Assessment, ich kann vielleicht da schnell vorausspringen, oder? Der Ablauf ist 4 Wochen, 7 Wochen, hat sich jetzt ein bisschen gezeigt, je nachdem hat vielleicht der Kunde nicht so Zeit. Aber ganz umfänglich ist das in etwa ein Aufwand von ja, mehr oder weniger 5 Tage konzentriert und vielleicht über 6 Wochen verteilt, wo man zuerst so Einstiegsthemen macht. Logistik ist sehr wichtig, Scoping von so einem Assessment sehr wichtig, dann auch natürlich, dass alle Beteiligten mal Brief werden, damit alle auf dem gleichen Stand sind, in welche Richtung es könnte gehen. Und dann fängt man mit dem Kern, mit einem 1,5-Tage-Workshop an, wo wirklich Ist-Zustand ist. Da gibt es Workshops und da gibt es Interviews zu, ich zeige das gerade noch, zu den Maturitäten von ausgewählten Practices, von allgemeinen Themen. Und die führen dann in einem zweiten, halbtägigen Workshop zum Diskussion
was ist der zukünftige Stand von der IT? Wie sollte das Zielbild in etwa aussehen? Und dann in einer weiteren Woche und in einer weiteren Diskussion erarbeiten wir dann gemeinsam eine High-Level-Roadmap und tut das finalisieren. Dann hat man dann eigentlich einen Plan. Wie das jemand aussieht, kann ich jetzt gerade an einem Beispiel auch zeigen. Ich glaube, das Thema Maturität von Prozessen, das gibt es schon lange. Das hat Covid schon lange propagieren. Da gibt es auch einen ISO-Standard, ISO 15504, jetzt ISO 33000, zu einem Prozessassessment allgemein. Und alle arbeiten eigentlich so mit diesen 5 Maturitätslevel, beschrieben in etwas gleich, was sollte erreicht werden. Meine Erfahrung ist, es muss nicht jede Organisation auf dem Maturitätslevel 5 kommen, vor allem auch nicht mit allen Prozessen, sondern ein gutes Ziel wäre so irgendwo zwischen 3 und 4 Maturität zu erreichen. Dann hat man die Fähigkeit, was eigentlich das wichtigste Ziel sollte sein, damit dass man die Practices nachher kontinuierlich weiterentwickeln kann. Das müsste so ein Ziel sein, weil dann sieht man eigentlich oben dann im Titel, der Prozess werden durch das schlanker, sie werden effizienter, sie werden günstiger im Betrieb und das ist ja eigentlich, und man kann auch schneller reagieren, das ist ja eigentlich, was man will erreichen mit so einem Assessment. Bevor ich jetzt ein bisschen Detail einsteige und Detail vorstelle von so einem Assessment, Adrian, gibt es aus dem Chat raus die eine oder andere Frage, die wir anschauen wollen oder soll ich weiterfahren? Bis jetzt haben wir nur ein mehr oder weniger Kommentar. There is no way to ETL. ETL is the way. Ja, ist gut. Okay. Darum kannst du, glaube ich, einfach mal weiterfahren, hätte ich gesagt. Kann ich mal weiterfahren. Okay. Jetzt ist zwar gerade eine Frage gekommen. Ich stelle sie dir einmal. Du kannst ja dann selber entscheiden, ob sie jetzt willst, beantworten oder später. Ja. Was ist der Unterschied zwischen agilen Methoden wie Scrum und agilen Methoden in IT-Service-Management? Man könnte sagen, kein grosser Unterschied. Also ITIL 4 explizit sagt, wir bauen unser Framework auf bestehenden Practices auf. Eine davon ist Agile Scrum, die zweite ist Lean und die dritte ist DevOps. Und das Ganze ist ein bisschen gemischt. Von dem her, das ist ein bisschen meine Erfahrung. Scrum schaut vor allem dazu, dass man kann sinnvoll in kleineren Inkrementen eben agil Software entwickeln kann, was definitiv Zukunft ist. DevOps versucht das dann so weit zu bringen, dass ich kann die ganze Agilität eigentlich fast bis in den Rollout in Betrieb hineinbringen. Trotzdem, wie ich auch aufgezeigt habe, braucht es dazu noch Servicekonzepte. Also ich habe zwei der Firmen schon geholfen auf der betrieblichen Seite, die Agilität eingeführt haben. Und es stellt sich eben heraus, dass zum Beispiel ein Service Desk, den kann man nicht agil betreiben. Da braucht man Leute, die das verstehen, die ganzen Themen, Service Level Management, was auch noch alles hinten rauskommt, Lizenzmanagement, da braucht es halt schon noch einen speziellen Fokus drauf, wo Agilität für sich nicht unbedingt den Fokus drauf hat und auch nicht muss. Das heisst, um eine komplette Organisation zu entwickeln, braucht es beide Teile. Das wäre so meine Antwort. Gut, jetzt schauen wir mal an. Was ist denn eigentlich so jetzt die Methodik von so einem Assessment? Im Grunde ist natürlich immer noch Maturitätsanalyse, wo man versucht zu erfassen. Normalerweise sind es auch interaktive Sessions, die sind aber sehr knapp beschrieben. Ich werde vielleicht mal schnell auf das zurückkommen. Also man sieht auf der rechten Seite, sind Zeiten in Minuten, die man für die Sessions braucht. Und man sieht, das ist relativ sick, wo man das machen will. Also wir haben für die Practices, mal für allgemein für die Einführung etwa 20 Minuten, je Bereich und dann für jede Practice im Moment, also wir schlagen vor, nicht mehr als 10 Practices von diesen 34, von ITIL 4 auszuwählen, zu identifizieren in der Scoping-Session und dann so vorzugehen. Und dann kann man so ein Assessment relativ säck in 20 Minuten durchführen. Weil es geht schließlich darum, dass man eben diese Sachen, das sind Merkmale, die ich aus der Practice-Dokumentation von ITIL 4 rausgenommen habe. Das ist jetzt ein Beispiel vom Incident-Management, von Incident-Management-Practice. Und man versucht ein bisschen Ziel erfassen, also wie gut ist die Practice auch schon eingeführt und messbar gemacht worden. Dann
die Aktivitäten, was passiert, was macht man eigentlich dort drin, oder? Das sind alles Detailbeschreibungen aus den Practices raus von IT4 Rollen. Da geht es auch richtig Verantwortlichkeiten und so weiter. Wie stark wird das schon Governance hinter dem Prozess, wo da die Fragen dazu sind. Und das Tooling sind dann auch noch wichtige Aspekte, wo man jeweils auch wieder wird abfragen. Das ist das Beispiel für das Einzelassessment von einer Practice. Dann kann man das natürlich, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich gemacht habe im Winter, dann kann man das natürlich dann in der Gesamtheit darstellen, was etwa die Resultate sind über die verschiedenen Practices. Und wenn man das so grafisch dargestellt, dann sieht man natürlich auch gerade, wo hat es denn die Dellen auf dem Radar, auf dem Spinnendiagramm. Und das gibt uns dann schon relativ schnell einen Hinweis, da hat es Schwächen. Wenn man sieht, dass da die Bereiche sind relativ schwach ausgeprägt, dann gibt es andere, die sind sehr gut aufgestellt. Und dann kann man natürlich auch anfangen zu diskutieren. Das sind dann die ersten Diskussionen im Future State. Wie sollte das Diagramm aussehen in einem Future State? Was will man verbessern? Was will man bleiben lassen? Was ist wichtig? Und so weiter. Das sind erste Diskussionen. Im Überblick zum Beispiel eben auch COVID mit diesen IT-related Issues. COVID ist da sehr schön, die geben sehr viel vor, auch zum unter anderem auch diese Fragen. Und die kann ich dann natürlich in so einem Assessment auch brauchen, um mal allgemein identifizieren, wo hat es denn überhaupt Probleme. Da habe ich natürlich dann das Assessment auf den Kopf gestellt. Das sind dann die Sachen, die besonders schlecht sind, hoch gerated. Und die Sachen, die sehr gut sind, sind relativ tief gerated. Einfach das von der Darstellung her, auch dass man da dann entsprechend mal einen Eindruck bekommt, wo es gut und wo es schlecht läuft. Dann auch noch so eine Übersicht, wo jetzt eben wieder ITIL 4 ist ja so ein bisschen das Thema Kultur. Wie sich das so verhaltet. Augenblick schnell. Jawohl. Value Streams, Kultur und People, das ist jetzt vom Create, Deliver and Support Buch von ITIL 4, wo man auch verschiedene Sachen kann rausnehmen kann und das auch mal in einem Überblick abfragen, was ist so die Situation da. Gut. Und dann hat man jetzt, eigentlich das ist jetzt alles Ist-Zustand gewesen, aus dem Ist-Zustand kann ich dann als erstes Tool zum Beispiel mal eine SWOT-Analyse machen und zusammenstellen, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken identifizieren. Und das ist dann eines der Werkzeuge, wo dann schon einen Hinweis gibt, was sind jetzt für dringliche Schritte notwendig, wenn ich das nämlich jetzt nehme. Und im SWOT ist ja dann typischerweise der nächste Schritt, dass ich eben richtig Toast gegangen. Also ich stelle das Ganze auf den Kopf und mache Confrontation Matrix. Da sieht man jetzt, oben sind Opportunities und Threats und links sind Stärken und Schwächen aufgeführt. Und jetzt eben die Konfrontation von diesen bestimmten Fehlern. Gibt es dann schon Herausforderungen, wo man will oder muss adressieren? Selbstverständlich geht es nicht darum, dass man alle Felder befüllt. Aber gewisse Sachen kann man dann eben schon identifizieren. Zum Beispiel, ich kann Stärken im 9. und im 5. mit Bedrohungen matchen und sagen, so gehe ich mit diesen Bedrohungen um. Ich kann auch Opportunities mit Schwächen matchen und sagen, was machen wir in dem Bereich, wo müssen wir noch investieren. Und ziemlich heikel wird es natürlich mit Bereichen, wo man Threats mit Schwächen matcht. Und dort gibt es dann vielleicht wirklich Handlungsfelder, wo man muss adressieren. Das ist mal so eine erste Approach, so eine SWOT-Strategie, wo dann Hinweis gibt. Ein zweiter Approach, das ist das, was wir selber in der Platformation entwickelt haben, ist wir nennen es ein Entwicklungsmodell, wo ein versucht, die Abhängigkeiten aufzuzeigen, die man eben hat, zwischen den verschiedenen Dimensionen, die man braucht, um Service Management Capabilities auszubauen. Und wir haben das so zusammengestellt auf dem Bild von, man braucht grundsätzliche Sachen, die man da muss einrichten muss. Und dann gibt es so ein auch eine Maturitätskurve, Crawl, Walk, Run und Fly, die man vielleicht auch aus anderen Kontexten kennt. Und dann habe ich das versucht, dann mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Was braucht es denn da? Auf welchen Dimensionen muss man dann gewisse Sachen vornehmen, damit man kann sich maturitätsmäßig weiterentwickeln? Meine führend sind sicherlich Themen Services und Prozess. Aber damit das richtig fliegt, braucht man auch
muss man sich Gedanken machen, was auf der Leute-Seite passiert, Mitarbeiter auf der Business-Seite, Mitarbeiter in der IT, was muss man da machen, die Entwicklung. Allgemein natürlich das ganze Thema Organizational Change Management, Begleitung, Prozess Governance und so weiter, wo man entsprechend auch Kommunikationsplan und Trainingsplan muss entwickeln. Und dann geht es natürlich auch um technische Dimensionen. Tools, die im Einsatz sind, Daten, wo man damit umgeht, vielleicht Spezialthemen wie Knowledge Management oder Risikomanagement, eben das Kontrollthema, das reingehört. Und nur wenn man das mal versucht, richtig zu gewichten, wird man auch entsprechende Wertausweise unten im grünen Bereich machen. Und der Grund für das ist, dass wir versuchen, ja, jetzt muss ich gerade schauen, dass wir versuchen, dann in diesen Workshops, vor allem Future State und dann auch Roadmap Workshops, versuchen wir mal so ein bisschen zu identifizieren, in welchem Bereich ist denn was nötig als Entwicklungsschritt, damit man die Organisation kann verbessern. Und es macht keinen Sinn, dass man das versucht, alles horizontal im Gleichschritt zu machen oder alles vertikal im Gleichschritt. Das bringt nicht viel, sondern man muss die Abhängigkeiten können identifizieren und aus dem muss man dann Schlussfolgerungen ziehen, wie das etwa könnte aussehen. Das führt dann eben letztlich, das ist dann eigentlich ein Output, dass man identifiziert, wo sind die Handlungsoptionen und auch die Handlungsprioritäten, die man setzen will. Da kann man verschiedene Techniken auch wieder einsetzen. Also wir haben da so ein bisschen versucht, eine Priorität und ungefähre Schätzung von der Projektgröße zu machen und haben dann entsprechende Handlungsoptionen aufgesetzt und auch definiert. Und dann auch mit dem Kunden natürlich würden wir so etwas diskutieren und kommen dann letztlich eigentlich auch so eine gewichtete Roadmap über, wo man in etwa kann dann ausweisen, in welche Richtung es könnte gehen. Das ist eigentlich, was wir im Assessment machen, also bis und mit so einer Roadmap, weil wir glauben, rein Ist-Zustandsanalyse bringt nicht viel für sich selber, sondern eben noch gewichtete Diskussion, was sind denn jetzt die Handlungsfelder, die man mit angeht. Ich würde mich sonst dazwischen schalten, Markus, und das ist, wir hatten noch eine Frage gehabt. Jawohl. Und zwar, werden Praktiken für so Assessment situativ ausgewählt oder wie funktioniert das? Man macht als ersten Schritt, ich gehe da vielleicht schnell zurück, zu dem Zeitziel, es ist sehr wichtig, dass man da in der Woche 1 eben die Sessions sauber macht, vor allem eben die Scoping-Session, wenn man klar eingrenzt, was will man eigentlich erreichen. Weil es macht relativ, erstens mal, es macht relativ wenig Sinn, alle 34 Practices zu analysieren, weil es gibt, ich könnte sagen, 100% keine Firma auf der ganzen Welt, die alle 34 Practices überhaupt irgendwie einsetzt. Also muss man das vernünftigerweise eingrenzen, wo sind so die Hauptschwerpunkte? Wo haben wir auch etwas, wo man überhaupt schon messen kann? Oder vielfach sind Practices so unreif, dass es gar nicht zum Messen gibt. Also das ist das Scoping-Thema, wo das sehr stark zum Tragen kommt, damit man das nachher in einer vernünftigen Zeit kann durchführen kann. Also meine Erfahrung ist auch, es nützt dann ein bisschen ab, wenn man bei der 25. Practice immer noch die gleiche Frage stellt. Und so viele verschiedene Leute sind das in IT-Organisationen auch nicht. Also das muss man ein bisschen gut ausgewogen. Okay? Dann ist gar noch eine zweite Frage gekommen. Oh. Und zwar, gibt es gewisse Best Practices bezüglich der Prioritäten oder bezüglich dem Priorisieren von den einzelnen Schritten? Wenn ich vielleicht zu dem Thema das Chart nochmal aufzeige, ich meine, die Schwerpunkte sind einerseits, was hilft auf der Kundenseite, also dem Business. Das ist ein bisschen das Thema Service. Ich sehe viel Diskussion fängt bei dem Thema an, wir müssen unsere Services zuverlässig und besser liefern. Und von dort aus kann man dann natürlich eben dann anschauen, welche Prozesse sind jetzt wichtig. Man könnte sagen, erste Situation, wir müssen das grundlegende Operationelle verbessern. Dann reden wir über die Klassiker, Incident Problem Change, CMDB, Configuration Management Release. Oder man sagt, wir müssen unseren Wertausweis verbessern. Dann reden wir vielleicht eher über
Portfolio Management, Service Level Management, Service Desk und so weiter, Service Request Management. Oder ein anderer Use Case könnte sein, operativ die Stabilität verbessern, dann müssen wir noch Availability, Capacity Management dazu nehmen, immer im Zusammenspiel mit der CMDB. Also das kann man ein bisschen schärfen in der Scoping Session. Und wenn man das einmal hat, wenn man mal wirklich die zwingenden Ziele hat, dann kann man eben da dann ableiten, was die anderen Prioritäten sind. Ich kann ja nicht nur meine Service verbessern, indem ich einen neuen Servicekatalog aufbaue in meiner Tool, in meinem Tool. Sondern es gibt dann Abhängigkeiten, die aus dem entstehen, wo man dann auch muss wichten, was man dort noch für Schritte machen muss. Okay? Also, das war so ein bisschen das Thema gewesen, mit der Roadmap am Schluss. Wenn ich das jetzt ein bisschen zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, was bringt so ein Assessment? Ich glaube, es bringt mal Standortbestimmung und ein Ausweis oder eine Analyse, was sind eigentlich die organisatorischen Reifegrade für diese Schlüsselpractices für das digitale Management. Stärken, Schwächen, eben, kann man mal sagen, sehen. Ich habe auch eben jetzt mit einem Kunden geschafft, die haben auch ganz klar gesagt, sie wollen so ein Assessment machen, wenn sie noch gerne eine externe Meinung dazu haben. Oder? Der Prophet im eigenen Land, der gilt manchmal nicht so viel. Und wenn halt noch jetzt ein Externer dazukommt und die Meinung verstärkt oder auch vielleicht ein bisschen korrigiert, dann hat das ein bisschen grösseres Gewicht, damit man auch in der Organisation ein bisschen etwas bewegen kann. Dann gehören natürlich also eben allgemeine Beobachtungen und Quick-Wins gehören auch dazu. Vielleicht muss man das gar nicht ein riesiges Programm aufsetzen, sondern auch identifiziert einfach gewisse Sachen, die man relativ schnell flicken kann. Eben ein Umsetzungsvorhaben über eine Roadmap und eben die Aussicht. Ich glaube, das ist auch eines der Vorteile von so einem Assessment. Und wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen, das klingt jetzt alles sehr sophisticated und weitgehend. Unser Vorschlag ist, das Assessment in 5 Tagen für 10'000 Franken zu machen. Das heisst aber auch, muss man sich auch bewusst sein, natürlich die Informationstiefe, die man dann aus dem Ausland bekommt, ist relativ. Und man hat sicherlich keine umfassende, super Dokumentation mit einer 200-seitigen Roadmap, sondern es ist relativ sec. Und ich habe da ein paar von diesen Beispielen gebracht, wie das jemand in HR kommt. Ist einmal Standortbestimmung und ist eine Ausgangslage. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende von diesem DigiSnack. Jetzt können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Da einfach noch ein bisschen weiterführende Informationen. Also ihr kommt ja dann auch die Unterlage über. Und dann haben wir auch die Links drin eben zu dem ganzen Angebot vom Assessment. Was wir auch noch anbieten können, wenn ihr euch intensiver für das Thema interessiert, vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit bekommen, wie man wieder vorgehensweise wäre, dann für vier Interessenten könnten wir als DigiComp anbieten, dass man eine Session macht, eine 15-minütige Beratungssession und dann nochmal intensiver die Sachen anschauen. Das würde ich dann entsprechend mit der DigiComp zusammen machen. Und dann auch noch als Hinweis, ich habe schon im Februar einen Blog aufgeschaltet zu dem Thema. Der ist auf der DigiComp-Seite verfügbar, da ist der Link. Der tut noch ein bisschen zusätzliche Informationen vielleicht bringen. Dann habe ich auch jetzt gerade noch einen zusätzlichen Blogbeitrag geschrieben. Der sollte auch diese Woche, spätestens nächste Woche, publiziert werden auf digicomp.ch. Also auch da bitte ein bisschen Ausschau halten, da gibt es noch weitere Informationen gerade zum Thema Roadmapping. Habe ich da noch ein bisschen mehr Informationen dazu getan. Es ist gerade noch eine Frage aufgekommen. Jawohl. Und zwar, ob du allenfalls könntest Beispiel zeigen von einem Assessment. Jawohl, das, was ich da gezeigt habe, das sind reale Beispiele von einer realen Kundenorganisation, wo wir das gemacht haben. Also das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern das sind reale Beispiele von einem Assessment bis und mit zu dem Thema, bis und mit zu der Confrontation Matrix. Und das ist jetzt ein bisschen angewendet, aber das sind reale Beispiele. Okay, also ich meine, ich mache Assessments seit über 25 Jahren aufgrund von verschiedenen Sachen, eben ISO 15504. Haben wir schon gemacht. Ich habe schon auf Basis von ISO 20'000 Assessments gemacht. Also es gibt noch mehr Beispiele. Das ist jetzt eben wirklich maßgeschneidert auf das Thema IT4.
Okay. Gut. Gibt es noch weitere Fragen aus der Gruppe raus? Gut, es scheint nicht so. Falls gleich noch Fragen aufkommen, Markus hat es vorher erwähnt, meldet euch ungeniert an mich, adrian.meier@digicom.ch. Dann können wir ein Gespräch miteinander vereinbaren. Markus hat 4 freie Slots. Oder natürlich auch das Assessment direkt. Jetzt sehe ich gerade im Chat rein, hat es noch ein paar Messages. Vielleicht ist gleich noch etwas aufgekommen. Nein, es sind mehrheitlich Bedankungen. Und da würde ich sagen, schließe ich mich gerade an, lieber Markus. Danke vielmals für deine Zeit und deine interessante Vorstellung. Wie immer. Top. Für die nächsten paar Tage und Wochen gibt es noch den ein oder anderen sonstigen Digisnack für den, wo das super gefallen hat. Heute sehr interessant. Dort geht es auch um das neue Datenschutzgesetz, das Thema, das uns alle zusammen wird beeinflussen, sowohl privat als auch geschäftlich, aber auch sonst noch weitere Webinare und Digisnacks. Wie vorher erwähnt, ihr kommt die Präsentation noch via Mail zugeschickt über. Falls ihr Anregungen habt, Feedbacks, weitere Fragen, bitte einfach uns schnell ein Mail. Falls ihr das Webinar online seht, sind wir uns sicherlich dankbar, wenn ihr das könntet kommentieren, loben, tadeln mit dem Hashtag Digisnack. Und dann wären wir auch schon an 45 Minuten vom Webinar. Ich hoffe, es hat soweit allen gefallen und hat Spass gemacht. Da von meiner Seite her auch nochmal ein grosses Dankeschön, lieber Markus und an alle Teilnehmenden. Und dann wünsche ich allen ganz, ganz einen schönen Nachmittag und bis ein anderes Mal.